Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. 79,99 Euro für Reis? Ja, das ruft dieser Adventskalender aus, denn das ist der Adventskalender von Reishunger. Ich bin sehr gespannt darauf und wenn du es auch bist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Nicole hat gesagt, komm, wir holen uns den Reishunger Adventskalender. Ja, und ihr Video geht jetzt auch gerade mit meinem online. Für eine zweite Meinung schaut gerne bei ihr vorbei. Ich glaube, die kennt sich damit ein bisschen besser aus. Wir haben dafür 74,99 bezahlt, weil man irgendeinen Code anwenden konnte. Normalerweise kostet der 79,99 €. Das darf man keinem erzählen, ne? Muss ich wirklich sagen, dass man sich für 80 Euro Reis holt. Ich bin gespannt, was wir hier drin finden, ob das krass ist, ob das gut ist. Ich kenne die Marke jetzt nicht so wirklich. Ich habe das mal bei Sarah Isabel gesehen, dass sie das ziemlich feiert. Achso, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Schöner Karton. Und dann kann man sich hier immer so die Beutel rausnehmen und das machen wir jetzt nach und nach, ne? Also den Adventskalender stelle ich hier so einfach mal auf dem Boden. Und dann gucken wir mal, was wir so in den einzelnen Papptüten drin finden. Wir starten mit Reishunger, ist alles Reishunger, Claudi. Indonesien Satay. Okay, das ist 100 Gramm. Und ja, da macht man irgendwie, achso, da sind Rezepte auch dabei. Wir haben hier drin 100 Gramm von irgendwas, nämlich 50 Gramm Würzpaste und 50 Gramm Soßenpulver. So, und das ergibt 250 Milliliter. So. Und dann machst du da Reis zu. Hier habe ich den 2. Dezember. Hier haben wir Bio-schwarzen Vollkornreis aus Italien. Den muss man erstmal waschen und dann kann man das entsprechend kochen oder in einen Reiskocher machen. 200 Gramm sind hier drin enthalten. Auch mal interessant, verschiedene Reissorten auszuprobieren. Ja, aber ich glaube, das ist eh der Sinn des Adventskalenders, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Aha, auch spannend. Das ist eine Wasabi-Paste mit 43 Gramm. Wasabi-Paste kann man für alles Mögliche verwenden, um eine gewisse Schärfe reinzubringen. Ich weiß nicht, ob ich eher so ein Wasabi-Fan bin oder Chili. Chili brennt länger, dafür brennt Wasabi am Anfang intensiver. Hier haben wir die Nummer 4. Ach, spannend. Bissfest, was? Wie, was? Mi-Nudel. Hä? Nudeln im Knäuel? Alleskönner? Super. Als Bratnudelbeilage und in Summen. Und den Suppen, okay. Hier sind 250 Gramm Mi-Nudeln drin enthalten. Sowas finde ich auch lecker. Also ich kannte sowas eigentlich immer nur aus diesen schon fertigen Asia-Packs, ne? Aber jetzt haben wir sowas nochmal in dieser Art und Weise. Die kannst du nämlich super easy einfach, genau, in 4 Minuten ganz schnell kannst du die garen. Und das ist total schnell und cool und lecker. Ich weiß nicht, was es mit den Food-Adventskalendern auf sich hat. Die riechen wahrscheinlich toll für Sammy, denn der sitzt hier schon wieder und will haben. Der 5. Dezember. Hier haben wir 2 Sachen drin, das finde ich super. Erstmal haben wir hier Bio-Jasmin-Reis aus Thailand mit 200 Gramm. Das ist einmal dieser hier. Den haben wir öfters mal so in HelloFresh-Gerichten drin. Das ist immer recht lecker, finde ich. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen länger, ne? Und dann haben wir auch noch Bio-Kokosblütenzucker hier drin aus Indonesien. Und da sind 30 Gramm drin enthalten. Ja, denke, das kann man gut zum Würzen nehmen, ne? Eignet sich perfekt für die süße Abrundung herzhafter Gerichte, verleiht Milchreis und Desserts eine karamellige Süße. Zu Nikolaus erwarte ich schon, dass wir was Besonderes hier drin finden. Oh, das finde ich ja cool. Einmal haben wir hier Erdnussöl drin, da sind 100 Milliliter drin. Und ja, das ist halt nochmal mit einer ganz anderen, mit einem anderen Geschmack, ne? Das finde ich auch interessant. Kannst du für alles Mögliche verwenden. Das finde ich nice. Wir hatten, glaube ich, noch nie Erdnussöl hier. Und dann haben wir auch noch Sesam in Weiß aus China hier mit drin enthalten. 40 Gramm sind das, ideal für Sushi, in Salaten, für Desserts oder zu allen Fisch-, Fleisch- und Gemüsegerichten als Topping oder Zutat. Ich mag auch gerne Sesam. Das stimmt, das ist cool. Die Nummer 7 ist sehr leicht. Das sind Reischips. Oriental Mix. Einfach mal so ein Snack zwischendurch, ne? 50 Gramm. Also, dass man halt quasi auch für abends vorm Fernsehen was zu snacken hat. Nicht frittiert, snacken oder dippen. Pikant würzig. Okay. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das sieht schon wieder so aus, als hätten wir hier 2 Sachen drin. Es ist doch recht vielfältig. Hier haben wir Thai Curry Würzpaste in Grün drin. Und zwar mit 50 Gramm. Das sieht einmal so aus. Und ja, wir sind zwar nicht so die Curry-Fans. Das heißt, das hier wird dann wahrscheinlich eher weniger bei uns bleiben. Aber ich weiß, dass Curry eigentlich auch ein relativ beliebtes Gewürz ist, ne? Vor allem in dieser ganzen asiatischen Küche. Und passend dazu einfach mal eine Kokosmilch mit 250 Millilitern. Auch das kann man, glaube ich, so ein bisschen als Ersatz von Sahne oder so nehmen manchmal. Ja, genau. Ja.
Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns, glaube ich, über irgendein Gewürz oder ein Öl freuen. Das ist das Reishungerwürzöl Lemongrass Mango Chili. Das ist ja spannend. Also wirklich spannend. Wie viel haben wir denn hier drin? 100 Milliliter. Nicht schlecht. Einfach mal so ein bisschen, um sowohl fruchtige, also ja, um fruchtige Schärfe reinzubringen. Ist, finde ich, cool. Ich glaube, in der Nummer 10 darf es mit Reis weitergehen. Und zwar haben wir hier ganz klassischen Bio-Basmati-Reis aus Pakistan. Da sind 200 Gramm drin enthalten. Und ich glaube, dass unterschiedliche Reissorten ja auch einen unterschiedlichen Geschmack haben und auch durch die verschiedenen Größen und Formen unterschiedliche Mundgefühle. Hättet ihr gedacht, dass wir am 10. Dezember erst 3 Reise hier drin hätten? Finde ich ziemlich abgefahren. Weiter machen wir mit der ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Milchreisgewürz-Klassik. Es ist einfach Zimt und Zucker, Rohrohrzucker, Zimt, Tonkabohne, Orangenschale. Okay, das ist doch ein bisschen was Besonderes. 100 Gramm sind hier drin. Das finde ich nice. Hoffentlich haben wir hier auch Milchreis drin. Ich hätte mal wieder echt Bock auf Milchreis. Ist jetzt ja auch so die Zeit, ne? Dann schauen wir mal in die Halbzeit, die Nummer 12. Und wenn man vorsichtig hier noch die Klebis aufmacht, kann man die Tüten theoretisch auch noch weiterverwenden. Wie geil, hier haben wir den Biomilchreis drin aus Italien. 200 Gramm sind hier drin enthalten. Und hier steht auch drauf, wie man das dann entsprechend machen kann. Und ja, das ist, Milchreis ist halt immer eine Arbeit, ne? Du musst rühren und rühren und rühren und rühren, damit dir das nicht anbrennt. Eine Prise Salz hilft meistens. Der 13. Dezember. Ja, wir sind jetzt schon an der Halbzeit vorbeigeschlittert, ne? Oh, die hätten wir gebrauchen können tatsächlich heute. Da gab es Chili con Carne. Wobei, macht man da Linsen rein? Eher weniger. Rote Bio-Linsen aus der Türkei sind hier drin mit 200 Gramm. Sowas muss man meistens immer ein bisschen quellen lassen. Genau, steht hier auch, ne, dass man das irgendwie auch köcheln lassen muss. Kenne ich auf jeden Fall so aus klassischen Linsensuppen. Ja, sehr viele rohe Zutaten quasi hier drin. Der 14. Dezember. Hier haben wir auch so eine Würzpaste drin. Ja, es ist klar, ne? Bei Reisgerichten hast du halt eher immer so Curry am Start. Indian Curry, Vindaloo. Genau, 50 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und da steht natürlich auch so ein bisschen was bei, wie man das machen kann. Und das machst du mit Fleisch oder Gemüse. Mhm. Und Kokosnussmilch, die haben wir ja auch. Schön. Der 15. Dezember ist sehr leicht. Das finde ich ja spannend. Das ist ein Pilzmix für würzige Brühe und perfekte Rahmenbedingungen. Witzig, ohne Haar, ne? 30 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das sind einfach ja, Austernseitlinge, Shiitake und Judas-Ohrpinsel. Pinsel vor allem. Pilze. Ja, ist eigentlich ein Beauty-Kanal hier, weißt du Bescheid, ne? Und sowas machst du meistens. Genau, dass du das halt erstmal in anderthalb Liter Wasser gibst, Mensch, aufkochen lässt und dabei niedriger Hitze 30 Minuten köcheln lässt. Das muss man wirklich immer so machen. Und dann hast du hier eine Brühe gemacht, die fängst du auf und machst damit Rahmen. Und dann kannst du die Pilze auch noch essen. Und Sojasoße kommt da auch noch mit zu, ne? Der 16. Dezember. Noch so ein Klassiker. Bio-Risotto-Reis haben wir hier am Start aus Italien natürlich mit 200 Gramm. Genau, auch Risotto ist etwas, was ich natürlich mit diesem Adventskalender in Verbindung setzen würde. Schön. Hier habe ich jetzt eine Woche vor Heiligabend, den 17. Dezember. Bissfest Verdure. Hä? Perlina und mehr? Wofür? Mit Passata für Sugo. Hä? 60 Gramm sind hier drin enthalten und das kannst du zusammen mit Passata, also passierten Tomaten und Pasta machen und hast dann 4 Portionen daraus. Das ist natürlich so eine schöne Grundlage für eine Gemüsesoße. Das finde ich toll. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember. Was hier alle drin ist, das ist Tempura-Mix mit Reismehl. Das ist zum Frittieren. Das ist ja auch spannend. Wir haben hier drin 180 Gramm. Interessant. Mit Gemüse, Tofu, Shrimps oder deinen liebsten Zutaten. Einfach so, ne? Und den Tempura-Mix, den rührst du einfach mit Wasser an. Dann hast du quasi so einen Teig und da kannst du dann alles reinmachen. Und dann kommt das einfach ins heiße Bratöl und dann ist es fertig. Spannend. Der 19. Dezember. Bissfest. Wok, Paprika, Ingwer, Chili, Top. Eine Gewürzzubereitung, also quasi ein Topping. 85 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, wenn man halt entsprechend da was toppen möchte. Ja, cool. Für asiatische Gerichte. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Ich glaube, hier haben wir wieder Reis drin. Hier haben wir einmal Paella-Reis Albufera aus Spanien, 200 Gramm. Naja, ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier wirklich so einen Wokreis oder so bekommen. Gibt es Wokreis? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir hier auch noch Paella-Reis-Gewürz.
passend dazu mit 5 Gramm. Riesenpackung, bis hierhin gefüllt, läuft bei ihm. Naja, finde ich aber auch sehr, sehr cool. Also das bringt einen schon so ein bisschen dazu, auch ein bisschen mehr was auszuprobieren, frische Gerichte zu kochen und so. Ist schon cool, ne? Der 21. Dezember enthält wieder was Flaches, und zwar die Thai Soup Würzpaste Tom Yum mit 30 Gramm. Da kann man dann entsprechend auch etwas schön Scharfes mitmachen. Und ja, da machst du halt die Tom Yum Paste in das Wasser mit rein, Garnelen, kleine Champignons hinzugeben und dann noch ein bisschen Koriander und Reisnudeln. Oder mit Reis kannst du es dann servieren. Interessant. Vielleicht noch etwas Zitronengras oder Kaffeelimettenblatt zu Beginn mit in die Brühe geben. Spannend. Ach guck, da ist ja noch was drin. Ein Reishungerkalender. Das wusste ich ja gar nicht. 24 Türchen und 12 Rezepte. Ach, ein Kochbuch zu all den Sachen. Das finde ich super. Dann hat man hier Inspo. Merry Rismas. Vielen Dank. Ja, machen wir mal weiter mit der zweiten letzten Schnapszahl. Die Nummer 22. Das ist Tofu. Ich glaube, Tofu schmeckt mittlerweile deutlich besser, als er damals geschmeckt hat. Ich hatte schon das ein oder andere Mal Tofu probiert, als es relativ neu rauskam. Aber ich glaube, mittlerweile ist es ganz lecker. 200 Gramm haben wir hier drin. Und das hier gibt uns auf jeden Fall mal die Möglichkeit, Tofu auszuprobieren. Warum eigentlich nicht? Der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend. In Food-Adventskalendern denke ich mir immer, ja, pack doch mal ein Springseil rein. Seid mal so mutig, traut euch doch mal was. Aber natürlich ist da ein Reis drin, und zwar der Bio-Sushi-Reis, 200 Gramm. Damit kann man dann selber mal Sushi machen. Ich sehe es öfters mal bei Sarah Isabel, dass sie selber Sushi macht, ne? Ich traue mich nicht. Mein Freund isst ja auch kein Sushi. Ich bin dann ja die Einzige, ne? Wobei mein Sohn doch tatsächlich auch ein bisschen Sushi mag. Ich bin gespannt, was in einem Reis-Adventskalender in der 24 drin ist. Heiligabend, das Highlight von dem Adventskalender. Oh, das ist schon cool, ne? Da wirst du jetzt animiert, das wirklich selber zu machen. Man kann es nicht, also du hast jetzt keine Ausreden mehr. Maki nett, gibt's nett. Sushi wie vom Profi. Das ist nämlich so ein richtiger, ja, Maki-Macher. Wie heißt das? Premium-Sushi-Maker. So. Ja, hier ist es halt so drin, ne? Damit kann man dann Sushi-Rollen selber machen. Ich liebe Sushi. Wirklich. Ich könnte mich da reinlegen. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Aber ich bin damit sehr, sehr allein auf weiter Flur hier. Ja gut, das war jetzt einmal der Reishunger Adventskalender. Er ist jetzt ausgepackt. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall so einen leeren Karton. Kann ich gut gebrauchen. Ich habe auf jeden Fall beim Auspacken gemerkt, dass er eigentlich nichts für uns ist, weil hier doch relativ viel aus dem asiatischen Bereich ist und wir das halt jetzt nicht so intensiv essen. Also klar, gerne ab und an mal, auch wenn wir das selber so zubereiten mit HelloFresh-Gerichten und so, wo wir dann halt auch die Rezeptideen haben und auch so ein bisschen mit an die Hand genommen werden und es nicht zu wild ist, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das kein Adventskalender für dieses Haus oder für unseren Haushalt. Ich kann mir den super gut vorstellen bei Sarah Isabel zum Beispiel, die ja wirklich auch selber sich Sushi macht, die einen Reiskocher zu Hause hat, die halt auch wirklich intensiv solche Produkte verwendet und isst, ne? Aber allein dadurch, dass wir hier recht viel Curry haben, ist das Ganze ein bisschen schwierig. Also wer halt wirklich so ein Reis-Junkie ist, wer richtig auf Reis steht, wird hier richtig Bock drauf haben, sofern man Bock hat, auch auf eine Geschmacksreise mitgenommen zu werden. Weil das ist halt auch eben so das Ding hier, ne? Und man muss halt auch selber dann alles kochen. So, ihr Lieben, wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wir können uns da mal gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.